Hallo, heute ist Sonnabend, der 7. April 2018 und ich bin im Harz am Bremer Teich. Das ist hier irgendwo südlich von Gernrode bei Haferfeld, Sternhaus, Haferfeld oder wie die kleinen Ortschaften hier heißen. Und ich will heute hier mal eine größere Stempeltour machen. Stempelstelle Bremer Teich, dann weiter geht's hin. Bärendenkmal. Viele Grüße an Jesse Blue. Mit dir war ich vor 10 Jahren hier am Bärendenkmal. Und dann geht es weiter zur Teufelsmühle oder so ähnlich auf der Viktorshöhe. Dann zum Bergrad-Müller-Teich und zum Laubtalblick. Also 5 Stempelstellen. Das wird richtig aufregend. Ja, wie gesagt, bin jetzt zum zweiten Mal hier am Bremer Teich. Vor 10 Jahren waren wir mal hier zum Stempeln, zum ersten Wanderkaiser. Hat sich nicht viel getan. Im April ist immer noch alles sehr verschlafen. Stempelstelle 196, Bremer Teich. Stempel ist da. Weißes Tuch fehlt. Und das ist hier von, was stand drauf? Wanderkaiserin Edith die Dritte. Viele Grüße an Luke F66 und Dennis weltweit. Vor 10 Jahren war die Stempelstelle, glaube ich, noch am Eingang vom Campingplatz. Steht jetzt vollkommen woanders. Ich bin ganz überrascht, dass es hier einen Damm gibt. Habe ich vor 10 Jahren auch nicht gesehen. Oder der ist jetzt frisch aufgeschüttet. Nee, kann auch nicht sein, aber der Damm sieht irgendwie ziemlich neu aus. So, jetzt geht's weiter zum Bärendenkmal. Auf den Spuren von Jesse Blue. Auf dem Weg zum Bärendenkmal steht ein Menhir. Von da bin ich gekommen. Und da ist irgendwo das Bärendenkmal. Aber dieser Menhir ist mir vor 10 Jahren nicht aufgefallen. Steht da irgendwas dran? Stempelstelle 184, Bärendenkmal. Mal schauen. Stempel ist da. Luke 1166 fehlt. Weißes Tuch ist auch da. Und hier ist schon wieder Edith die Dritte und Lutz der 17. oder so. So, von da kommt man. Vom Bremer Teich. Und das hier ist das Bärendenkmal. Der letzte Bär in den anhaltischen Forsten wurde hier Ende des 17. Jahrhunderts erlegt. Jo, bald kommen sie wieder, die Bären, dank unserer Kenia-Koalition und einer Partei, die 5% hat im Landtag, sorgen sie jetzt dafür, dass die Bären wieder angesiedelt werden. Finde ich super, ganz tolle Idee. So, jetzt geht's weiter zur Viktorshöhe. Achso, ja, viele Grüße an Jesse Blue, wir waren hier vor genau 10 Jahren und danach waren wir Nudelsuppe essen. Oh, ich bin jetzt auf der Viktorshöhe und hier stehen die Überreste eines alten Hotels. Da war auch mal ein Aussichtsturm aus Holz, der ist zusammengefallen. Jo, steht zum Verkauf seit der Wende. Sieht ja schlimm aus hier. Ach ja, viele kleine Bungalows im Wald. Das Hotel macht auch nicht gerade mehr den besten Eindruck. Einfamilienhäuser stehen hier auch noch rum. Und da war auch mal ein Aussichtsturm aus Holz, der ist wohl vor 10 Jahren zusammengekracht. Ui, Glasscherben. Naja. Hallo. Am Wegesrand ist die kleine Teufelsmühle. Auch nicht schlecht. Die Stempelstelle ist in einer großen. Kann man hier hoch? Große Teufelsmühle, Stempelstelle 189. Stempel ist da. Weißes Tuch fehlt. Mehr ist hier auch nicht. Ja, Wolsack-Verwitterung. Beeindruckend. Und Ramberg-Granit. Und die tolle Bank war vor 10 Jahren noch nicht da. Harzclub Friedrichsbrunn. Das Bodetal der Sagen Harz.
Ja, Friedrichsbrunn ist ja so ein elendlanges Dorf, wenn man da durchfährt. Ich glaube 2 Kilometer. Und da bin ich jetzt gar nicht gekommen, aber das ist hier direkt in der Nähe und das ist die, wie heißt das? Teufelsmühle. Was ist das denn? Stempelstelle Nummer 2, große Teufelsmühle. Das ist hier irgendwie aus dem Winter übrig geblieben. Für die Kinder. Loipenstempeln, der Stempel ist weg. Das ist ja ärgerlich, Mensch, die armen Kinder. Na gut, jetzt geht's weiter zum Bergrad-Müller-Teich. Na, kurz vom Bergrad-Müller-Teich hat der Orkan noch zugeschlagen. Stempelstelle 190, Bergrad-Müller-Teich. Stempel ist da. Das weiße Tuch ist schon nicht mehr weiß. Und hier ist der Damm vom Bergrad-Müller-Teich. Endlich gab es mal wieder einen Stempel für den Harzer Steiger. Wurde mal wieder Zeit. Na du? Was haben wir denn hier gefunden? Stempelstelle R4. Historischer Grenzstein von 1603. Da habe ich mir noch einen schönen Sonderstempel geholt. Das hat überhaupt nichts mit der Harzer Wandernadel zu tun. Und hier ist der Grenzstein. 1603. Über 400 Jahre alt. Und hier sieht man noch diese Furche im Wald, die sie damals gezogen haben als Grenzmarkierung. Der Gondelteich. Sehr schick. Nicht besonders groß. Da hinten ist schon Friedrichsbrunn. Die Uhleneiche. Das war mal eine Eiche. Und die Bank war 2007 auch noch nicht da, als ich hier stempeln war. Ja. Stempelstelle 191, Laubteilweg. Oh, hier ist Schokolade. Hier ist ja feuchter Boden. Und hier ist das Laubteil. Na, was soll das denn? Das ist ja hier eine sehr aggressive Gastronomie hier am Bergrad-Müller-Teich. Naja, mal gucken, ob ich da ein Eis kriege. Der Erichsburger Teich. Hier soll es irgendwo noch die Ruine der Erichsburg geben. Muss ich mal gucken, ob ich die finde.